Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller Antosch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir in dem Event von den Geheimnissen von Azeroth bekommen. Und zwar, ist es die Denkkappe. Die ist auch in dem großen Achievement drin, wo es am Ende das Mount gibt. Also das ist quasi der dritte Step, den wir hier absolvieren können. Und dafür gibt es quasi das Toy. Heißt, wir werden uns jetzt in dem Video die Steps bis dahin angucken. Keine Sorge, falls ihr irgendwann das Mount machen wollt, da werde ich dann nochmal ein Komplettvideo machen. Da kommt das Zeug, was hier drin ist, natürlich auch nochmal mit rein. Aber jetzt schon mal für das Toy. Was haben wir hier für ein Toy? Aufgerüstete Denkkappe. Und wenn wir die einsetzen, dann haben wir, ich kann das mal machen, dann haben wir einen Buff drauf. Und dieser Buff ist quasi jetzt hier bei 0,0. Und wenn wir uns bewegen, dann zählt der halt hoch. Und für dieses Rätsel, das wir hier haben, also das dritte am zweiten Tag, ist es so, dass wir gewisse Pfeile quasi folgen müssen und dann eine Anzahl, Schritte sind es jetzt nicht, aber zumindest eine gewisse Distanz überbrücken müssen. Also genau für das ist es halt gut. Ob man das Toy für sonst nur irgendwas nutzen kann, wahrscheinlich eher nein. Ist eine kleine Spielerei, kann man vielleicht Distanzen ein bisschen messen, ist vielleicht ganz nett, aber für sonst ist es nichts gut. Genau, aber es ist ein Toy mehr und natürlich auch Part von diesem Geheimnis von Azeroth. Die könnt ihr übrigens auch nach dem Event machen. Es ist nur so, während dem Event werden die jeden Tag quasi ein neuer Step freigeschalten und wenn alle 14 Steps freigeschalten sind, könnt ihr das immer absolvieren. Also auch wenn ihr das Video später schaut, könnt ihr das Ganze machen. Juti, ich würde sagen, zur Vollständigkeit halber hänge ich euch jetzt die zwei Rätsel vom ersten Tag und das, wo es das Toy gibt, vom zweiten Tag rein, weil die bauen aufeinander auf und ohne das könnt ihr es nicht machen. Falls ihr das vom ersten Tag schon gemacht habt, könnt ihr das hier durchskippen. Juti, dann schauen wir mal rein. Als erstes müssen wir dann einmal nach Valdrakken und zwar beginnen da die ganzen Quests. Wir können jetzt sofort in das Gasthaus hier gehen und dort die Quest annehmen oder wir nehmen die Pre-Quest dafür an oder Breadcrumb-Quest auch genannt. Das ist immer interessant für Leute, die Quests sammeln wie ich. Und zwar befindet sich die hier auf den Koordinaten 53, 60 in Valdrakken. Und da haben wir Feiertagsbegeisterter, die können wir annehmen. Und diese Quest schickt uns quasi einfach in das Gasthaus rüber. Ihr könnt selbstverständlich auch direkt in das Gasthaus gehen und dort die Quest annehmen. Dann verpasst ihr halt diese Breadcrumb-Quest. Ne? Wenn ihr die nicht sammelt, ist das für euch relativ wurscht. Gut, die geben wir jetzt hier einmal ab, kriegen eine neue Quest. Und jetzt müssen wir mit ihr quatschen und können einmal sagen, ich bin bereit. Und das machen wir. Und jetzt müssten wir einen Kasten kriegen, genau, ein mysteriöser Kasten. Der hält insgesamt 23 Stunden, dann verschwindet der und den können wir einmal öffnen. Und dadurch kriegen wir zwei Items, einmal den goldenen Kelch und dann erster Hinweis, der goldene Kelch. Und das können wir jetzt uns einmal durchlesen. Findet den rechtmäßigen Platz des Kelchs? Viele wissen die Gäste der Kneipe zum gerösteten Geistbock oder der Kellner selbst mehr darüber. Okay, und jetzt können wir quasi schauen, ob wir hier was rausfinden. Jetzt können wir dann einmal mit den Gästen sprechen, beziehungsweise mit dem Gastwirt. Und ja, um das ein bisschen abzukürzen, der sagt, dass man quasi zur Bank gehen soll. Hier mit dem anderen Kollegen können wir auch noch sprechen und der meint, man soll den rechtmäßigen Platz suchen. Heißt, wir müssen jetzt einmal rüberlaufen oder fliegen, einmal zur Bank voll Valdrakken. Und das machen wir jetzt mal und gucken mal, wo wir den jetzt hier anklicken können. Ah, seht ihr, da hinten haben wir das Ding. Das klicken wir jetzt einmal an. Und dann haben wir damit auch schon das erste Rätsel gelöst. Damit können wir jetzt wieder zurück und das einmal abgeben. So, also dann gehen wir zu ihr, geben das Ganze wieder ab. Und damit haben wir schon den ersten Fortschritt für das große Achievement hier. Wenn wir dann mit ihr sprechen, dann gibt es quasi eine Quest, die wir direkt wieder abschließen können. Und da gibt es einen Zeremonienspeer der Tuska. Das machen wir jetzt mal. Und den bekommen wir direkt ins Inventar. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir mit dem Zeremonienspeer anfangen können. Mit dem Tuska-Speer sind wir jetzt einmal zu den Tuska rüber. Und zwar befinde ich mich jetzt einmal hier im Azurblauen Gebirge und zwar im Tuska-Lager bei den Koordinaten 12, 49. Und da müssen wir jetzt zu diesem Ältesten gehen, hier in diesem kleinen unterirdischen Gebäude. Und dort haben wir Ältester Poa und mit dem können wir jetzt quatschen. Dem können wir nämlich einmal hier den Speer geben oder zeigen.
Und jetzt hat er das Ding umgewandelt und wir haben quasi einen neuen Speer. Und er sagt uns auch, wo wir einmal hingehen sollen. Und zwar geht's jetzt für uns zu den Kaluak nach Nordend. Gut, dann sind wir in Nordend angekommen. Und zwar sind wir jetzt in der Drachenöde. Und zwar haben wir hier unten den Hafen von Muaki. Und dort müssen wir in das Hauptgebäude rein und mit dem Ältesten sprechen. Da haben wir einen Ältesten, Konani. Und ja, dem geben wir jetzt einmal den Speer. Und der gibt uns eine Zeichnung. Und die können wir uns gleich mal angucken. Wo haben wir sie? Zeichnung des Ältesten. Okay, die scheint jetzt bei mir anscheinend gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Aber man müsste da ein Gebilde drauf sehen und das müssen wir jetzt finden. Ich weiß schon, wo wir hin müssen und ich werde euch zeigen, wo wir da als nächstes dann hin müssen. Sudala, jetzt sind wir angekommen an dem Spot, wo wir hin müssen. Und zwar bin ich jetzt in der Boreanischen Tundra. Und hier unten, etwa auf den Koordinaten 33, 58, haben wir so eine Art, ja, so eine Statue, ein Gebilde. Oh, ich werde hier angegriffen. Da ist sogar Stufe 70, der Mob. Seht ihr, dieses Gebilde hier, das sollte eigentlich auf diesem Plan drauf sein, aber der buggt bei mir ein bisschen rum, deswegen, naja, egal. Wir haben es dennoch gefunden und hier müssen wir jetzt einmal quasi den Speer platzieren, das machen wir jetzt. Und ja, damit seht ihr, jetzt hauen wir den Mob mal um, nicht, dass da noch irgendwas droppt, ich glaube zwar nicht. Aber jetzt seht ihr, haben wir einmal das Achievement gekriegt für quasi den ersten Tag zum Abschließen. Und dadurch gibt es dann auch den Titel Wissbegierige oder Wissbegieriger, je nachdem, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Char habt. Es gibt da natürlich noch einen Haufen weitere Erfolge, die werden wir uns in den nächsten Tagen noch angucken. Und ich werde natürlich auch für das Mount, wo es dann, wo man quasi alle von den Rätseln einmal lösen muss, ein Video machen und da wird dann dementsprechend alles mit drin sein. Beziehungsweise vielleicht schaut ihr das Video auch, weil der Teil gehört natürlich auch dazu. Gut. Dann schauen wir uns als nächstes die Rätsel des zweiten Tages an. Und dazu sind wir wieder im gerösteten Geißbock, hier in dem Gasthaus in Waldracken. Und diesmal müssen wir mit dem Bobby quatschen. Der hat nämlich eine Quest und da bekommen wir seine Notizen zu, ja, seiner Denkkappe. Und das können wir gleich mal abschließen. Und dadurch haben wir jetzt einmal die Notizen, die wir uns durchlesen können. Das machen wir jetzt einmal an der Stelle nicht. Ich zeige euch nämlich, wo ihr hin müsst. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir drei Bestandteile für seine Denkkappe zusammenbekommen. Und diese Bestandteile ja, können wir jetzt von verschiedenen NPCs bekommen. Und als allererstes gehen wir jetzt hier zu der Pandarendame und quatschen die mal an, denn wir brauchen von ihr eine Liste. Und auf dieser Liste stehen verschiedene Sachen drauf, die wir einmal einkaufen müssen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Die erste Materialie, die wir brauchen, ist ein Käse und zwar Apexis Asiago oder wie das Ding heißt. Da brauchen wir 5 Stück und die gibt es von einem Drachen, dem Käsehändler und zwar hier unten in Waldracken auf den Koordinaten 28, 64. Übrigens, die meisten Items, die ich jetzt kaufe, könnt ihr auch im AH kaufen und müsst nicht rumfliegen. Ist euch überlassen, ich zeige euch trotzdem, wo die Händler sind. Also das ist jetzt das erste, 5-mal den Käse. Dann sind wir jetzt beim nächsten Händler und zwar befinden wir uns jetzt in der Ebene von Onara, hier beim Außenposten oben. Und dort haben wir jetzt einen NPC, Akural schimpft sich der. Der steht hier so ein bisschen außerhalb von dem Lager, wie ihr seht. Oder, naja, es könnte noch im Lager sein. Genau, und den quatschen wir an und da brauchen wir einmal Donnerrückgratfilets. Die kaufen wir jetzt mal. Ich fliege jetzt mal noch einen Ticken hoch, dass ihr seht, wo der steht. Also, na gut, sieht man schlecht. Hier ist quasi dieses Zentrum des Lagers und da hinten schimmelt der quasi rum, der Typ. Gut, also die Würstchen haben wir uns gekauft. Das sind jetzt die hier. Donnerrückgratfilet und auch die könnt ihr euch theoretisch im AH kaufen. Sudala, und dann sind wir beim letzten von den Händlern. Und dort sind wir jetzt einmal in der Zaralek-Höhle und zwar ein bisschen unterhalb von Loam. Hier auf den Koordinaten 54, 56 in etwa. Und dort haben wir hier Snicktack oder wie der schimpft. Und da müssen wir diese Pilze kaufen. Und die holen wir uns auch 5-mal und damit können wir jetzt quasi einmal zurück nach Waldracken. Sobald wir jetzt in Waldracken zurück sind, können wir wieder mit der Pandarendame sprechen und dann sagen wir, wir haben hier einmal die Zutaten und das machen wir. Klicken uns durch und jetzt gibt es ein anderes Item, sie hat uns nämlich was Schönes draus gekocht. Donnerrückgrat
Nest heißt es. Und das müssen wir jetzt zum nächsten NPC bringen. Wir müssen nämlich hier in Waldracken zum Inji. Und die Goblin-Dame befindet sich hier bei 4249. Und mit der können wir jetzt einmal quatschen. Das ist hier auch die Händlerin. Und wir wollen jetzt uns nichts für Inji interessieren bzw. ausbilden lassen, sondern wir müssen fragen nach der Denkkappe. Und da können wir jetzt ein bisschen durchklicken, ihr quasi das Essen geben. Und dann gibt es einmal hier das erste Item, und zwar die Denkkappe. Und ja, jetzt brauchen wir noch zwei weitere Items. Für den nächsten Teil von der Denkkappe brauchen wir jetzt erstmal ein paar Fische. Und zwar habe ich jetzt hier hungriger Tyrannia umgehauen. Und diese Fische befinden sich unterhalb von Waldracken hier in diesem Flussbereich. Ne? Also da sind einfach in ein bisschen tieferem Wasser so Fische drin. Hier hinten seht ihr, da liegen die Leichen noch. Also hungriger Tyrannia, ich bin jetzt hier bei diesen Wasserfällen direkt dran. Da sind auf jeden Fall zwei in der Ecke und die haben mir frischer Tyrannia gedroppt. Und das müssen wir nämlich jetzt abgeben bei einem anderen NPC. Also ich zeige es nochmal, hier unten bei dem Wasserfall sind auf jeden Fall zwei, 33, 67, aber in dem größeren Bereich hier sind einige. Mit den Fischen müssen wir jetzt wieder zurück einmal zu diesem Inji-Plateau, und zwar hier wieder auf den Koordinaten 42, 49. Jetzt müssen wir nicht mit dem Inji-Lehrer quatschen, sondern mit diesem Greifen hier. Griffen schimpft sich der, und da können wir uns ein bisschen durchklicken. Und sobald wir das gemacht haben, müssten wir das zweite Item kriegen. Genau, jetzt haben wir den zweiten Bestandteil für unsere Denkkappe. Als nächstes müssen wir dann zum Juve-Stand. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 39, 62. Und jetzt müssen wir mit dem Goblin einmal quatschen, der hier davor steht. Und mit dem können wir ein bisschen quatschen. Der hat noch ausstehende Schulden und wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können jetzt, wenn dann direkt 1000 Gold an ihn zahlen. Oder wir können seine Rechnung begleichen. Und die Rechnung ist ein bisschen niedriger. Es sind 200 Gold plus Zinsen. Dann machen wir das mal. Und ja, jetzt müssen wir einmal dorthin, wo wir seine Rechnung begleichen müssen. Als nächstes müssen wir jetzt zu dem Juwelhändler. Und da befinde ich mich jetzt. Der befindet sich einmal auf den Koordinaten 39, 62. Und den könnt ihr einmal anquatschen. Und hier erzählt er uns ein bisschen was, dass er ein paar Schulden hat. Und diese Schulden sollen wir doch gerne begleichen. Die Schulden sind anscheinend 200 Gold plus noch ein paar Zinsen, also ein bisschen mehr. Und ja, da können wir jetzt wenn dann sagen, okay, wir begleichen die Schulden oder wir geben ihm direkt 1000 Gold. Das ist jetzt euch überlassen. Ich mache jetzt den kurzen Weg und zahle direkt 1000 Gold. Und damit kriegen wir quasi dann das dritte Item. Und die drei können wir zusammenfügen, wenn wir hier auf das erste draufklicken. Und damit kriegen wir eine Quest, wo es dann auch ein Toy gibt. Und da machen wir jetzt weiter an der Stelle. Die Quest können wir jetzt ein Stück weiter unten hier abgeben und damit müssten wir dann einmal das Spielzeug bekommen. Interesting. Da haben wir es. Aufgerüstete Denkkappe und das können wir uns jetzt einmal quasi einsetzen bzw. lernen und dann haben wir es hier einmal in der Toybox. Und was macht das Ding? Aufgerüstete Denkkappe, setzt eure aufgerüstete Denkkappe auf, um die Verfolgung von eurer Position zu beginnen und nach verwirrten Gedanken zu lauschen. Okay, das können wir jetzt dann einmal machen. Also, so wie das jetzt aussieht, kriegen wir über dieses Spielzeug einen Buff drauf. Und an der Position, wo wir es einsetzen, sind wir quasi an Position 0,0. Und wenn wir uns dann wegbewegen, dann, wo haben wir es hier? Seht ihr, zählt das halt hoch. Genau, also das macht erstmal das Toy. Das Toy benötigen wir aber jetzt auch weitergehend für eine Quest. Und zwar können wir das hier von dieser Goblin-Dame annehmen. Und jetzt müssen wir hier bestimmte Sachen suchen gehen. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Wenn dann, wir machen das quasi mit dem Buff und gucken halt immer, wie viele Schritte wir da laufen müssen. Oder ich zeige euch einfach, wo die Hinweise sind. Ich habe es mir schon rausgesucht. Das ist, glaube ich, die schnellere Alternative. Der erste Hinweis befindet sich direkt hier in dem Gebäude bei dem NPC. Den klicken wir jetzt einfach an. Und dann haben wir das schon mal weg. Und da steht jetzt immer, wie weit wir quasi laufen müssen, ne, mit unserem Buff, wo wir quasi hin müssen. Aber wir skippen das jetzt ein bisschen und ich zeige euch quasi, wo die Teile sind. Also der nächste, da müssen wir dann hier hinterfliegen und dann müsste der irgendwo hier sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn finden. Ah.
Eigentlich müsste ich ziemlich genau drauf sein. Ah, hier unten ist er. Okay. Genau, also sie sind teilweise auch ein bisschen versteckt. Das sind immer so kleine Pfeile. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo der dritte ist. Müsste eigentlich der hier hinten sein, oder? Jetzt gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ob man die genau in der Reihenfolge anklicken muss. Okay, den Hinweis haben wir auch. Dann fliegen wir mal hier nach oben. Dann haben wir hier unter der Wache einen liegen. Als nächstes fliegen wir mal da hinten den ab. Wir werden es dann gleich sehen, ne, ob das eine Reihenfolge sein muss, aber ich vermute, muss einfach nur alle einmal angeklickt haben. Okay, hier haben wir einen Hinweis. Ah, schau mal, das war der dritte Hinweis. Na gut, okay, in der Reihenfolge war das jetzt nicht, aber es müsste, glaube ich, trotzdem zählen. So, dann muss einer irgendwo da unten noch drin sein. Jetzt gucken wir mal. Ah, der ist unter dem Alchemietisch. Dann haben wir oben beim Auktionshaus noch einen. Und dann sind es hier noch zwei. Und dann sind wir tutti completti durch. Jetzt gucken wir mal. Also hier muss irgendwo noch einer drin sein. Oder der ist außen. Das muss ich jetzt mal gucken. Jetzt drücke ich meine Makros nochmal. Ich habe mir nämlich da Makros rauskopiert. Müsste eigentlich genau hier sein. Okay, hier sehe ich jetzt keinen. Vielleicht ist der auch auf dem Dach, ne? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ah, seht ihr, der ist auf dem Dach. Okay, interessant. Okay, die beiden da oben hatten wir noch nicht geguckt. Also, dann haben wir hier hinten noch einen. Der ist wahrscheinlich da beim Wasser irgendwo in der Nähe. Ah, nee, wir sind wahrscheinlich oben. Gucken wir mal, dass wir mit dem letzten Elan noch raufkommen. Also hier haben wir schon mal nichts. Eventuell können wir da irgendwo unten in den Wasserfall rein. Ah, da haben wir noch einen Hinweis. Und hier haben wir das Säckchen. Okay, jetzt habe ich einen Hinweis quasi gar nicht benötigt. Und ja, damit haben wir aber die Quest schon fertig. Also einen Hinweis brauchten wir jetzt gar nicht. So wie es aussieht, müssen wir auch nicht alle Hinweise anklicken. Aber zur Vollständigkeit halber suchen wir den letzten jetzt auch noch mal kurz auf, dass wir den auch mit in der Aufnahme drin haben. Seht ihr, da haben wir den Pfeil. Also der wäre es noch gewesen. Das war jetzt nicht in der Reihenfolge, aber so wie es ausguckt, braucht ihr auch tatsächlich nur den Beutel am Ende aufmachen. Also ihr müsst auch nicht unbedingt den Pfeil nach. Gut, dann würde ich sagen, geben wir das mal ab und dann schauen wir mal, was wir da noch Schönes bekommen. Ah, okay. Gab nichts als Belohnung, aber wir haben den zweiten, nee, den dritten Fortschritt jetzt für das Meta-Achievement, wo es dann auch das Mount gibt. Ja, damit sind wir dann auch tatsächlich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut ihr gerne in die nächsten Videos rein. Ich werde alle weiteren Rätsel natürlich auch noch quasi mit aufnehmen. Und dementsprechend könnt ihr da gerne dann das Ganze mitverfolgen. Da gibt es dann auch später einen Mount, wie gesagt. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.